machen Sachen. Ja, Freunde des 3Ds, es gibt wieder Chibis. Es wird weitere Fanart-Chibis geben. Momentan machen wir, wie ihr es wahrscheinlich in der Überschrift gesehen habt, im Thumbnail gesehen habt, machen wir den guten Kaiser, Meinungsblogger hier auf YouTube. Ich habe seinen Kanal auch unten in die Beschreibung verlinkt. Ihr werdet ihn wahrscheinlich alle kennen, weil ihr werdet wahrscheinlich eher wegen ihm auf das Video geklickt haben als wegen mir. Ich bin noch ein bisschen unbekannter. Dementsprechend will ich auch ein bisschen was dazu erklären, was ich hier eigentlich mache für die Leute, die halt neu dazu sind. Generell, es sind ultra viele Leute, die letzte Zeit dazu gekommen, wo ich nicht so aktiv war. Ich habe hier damals gestreamt, wo ich es konnte, wie ich Internet hatte. Aber es gab relativ wenige Videos. Es wird jetzt wieder mehr geben, mehr 3D, mehr Animation. Ich sitze da an ein oder anderen Projekten. Die dauern halt alles ein bisschen länger. Und nach wird es was kommen. Ich sag, das Projekt, was jetzt öfters vorkommen wird, sind die Chibis, da ich die relativ schnell machen kann im 3D. Weil ihr, wie ihr am Anfang schon gesehen habt, ich habe eine fast fertige Basis. Also der Chibi an sich, die Form wird für jeden Charakter eine ähnliche haben. Also das wird die Basis sein, die ich hier und da halt dementsprechend anpasse, was halt Frisur meistens angeht. Klamotten, wenn es nicht ein T-Shirt ist, werde ich welche machen. Und halt, falls es was anderes ist wie eine Jeans oder eine Hose, werde ich das halt auch anpassen. Aber das meiste ist getan. Das Model an sich ist gerickt. Ich werde ein paar Blend-Shapes machen, so das Standard, Blinzeln, A, E, I, U, U. Glücklich, traurig und so weiter. Falls ich irgendwas Spezielles brauche, falls ich irgendwann mal Animationen davon machen möchte, werde ich mir dann passend die dann später hinzufügen. Die werden standardgemäß halt nur so ganz simple Sachen haben. Theoretisch könnte man die als Video benutzen. Also falls jemand Interesse hat an einer Chibi-Version von sich für YouTuber, ich nehme auch Aufträge an. Eine kleine Schleichwerbung, eigentlich nicht. Generell, ich mache wieder 3D-Aufträge. Ich mache auch generell andere Sachen, falls irgendwas gewünscht wird. Ich habe einen Boof-Kanal, wo jede Menge 3D-Assets sind, wo auch demnächst was Neues kommen werden, wo meine Streams auch Sachen machen werden. Und generell, ja, kommen wir zurück. Wie gesagt, die Basis ist bei den Chibis relativ einfach. Die ist fast fertig. Gerickt etc. Ich muss quasi nur das Gesicht anpassen mit Haaren, Augen und halt je nachdem, falls andere Klamotten oder zusätzliche Körperteile, wie jetzt bei meinem kleinen Dämonen, Hörner, Schwänzchen und so weiter dazukommen, die natürlich dann hinzufügen. Aber vom Grund auf, da es auch Chibis sind, zum Glück relativ simpel. Ich habe einen großen Struggle gehabt mit den Haaren, weil ich die nicht zu detailliert machen wollte. Aber dann auch wieder, ich musste diese Kurve kriegen, dass man erkennt, was es für eine Frisur ist. Aber es darf auch nicht zu detailreich sein, dass ich jetzt zum Beispiel einen Brush nehmen würde. Bei meinem Avatar habe ich es tatsächlich gemacht, weil es anders komisch aussah. Vielleicht einfach, weil ich es gewohnt war. Vielleicht auch bei Charakteren mit längerem Haar kann man die Brushes benutzen, dass man einzelne Haare halt wirklich ausarbeitet. Aber bei so quote-unquote Kurzhaarfrisuren ist es auf der Hinsicht angenehmer, finde ich. Sieht passender aus, weil es halt auch gleich ist, weil die ersten Chibis, die gemacht haben halt wirklich diese sehr simple Haarfrisur oder halt wahlweise eine Mütze, was für mich einfacher wäre, wenn man einfach eine Mütze draufsetzt. Er hat mittlerweile Ohren bekommen. Ich glaube, seit dem Justero-Modell haben die Chibis auch Ohren. Der wird immer mal ein bisschen upgedatet mit zusätzlichen Assets. Wie gesagt, neues Update, das hat Ohren. Ja, spannender wird es dann eher mehr in der Texturierung, die wir dann in Substance Painter machen. Generell, wenn ihr Bock an 3D-Arbeiten habt, sei es jetzt das Modellieren in Blender, Texturieren in Substance Painter oder das Arbeiten in der Unreal Engine, schaut auch gerne bei mir in den Livestreams mal vorbei, hier auf YouTube und auf Twitch. Ich bin da gerne auch mal am Basteln in verschiedenen Projekten. Wie gesagt, ich habe das ein oder andere Projekt, was ich starten möchte, wo ich aber noch nicht weiß, wie weit ich das durchziehen möchte. Bis auf jetzt das ein oder andere. Die Chibis werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde meine eigene VTuber-App in der Unreal Engine noch perfektionieren. Also das Gröbste funktioniert jetzt auch. Das heißt, dass ich mache das noch ein bisschen hübscher, ein bisschen funktionaler, dass man mehr Sachen machen kann. All das werde ich halt auch live, meistens live machen, falls ich Internet habe. Ich bin auch leider hier im Lande unterwegs und oder ich wohne ziemlich ländlich und habe dann auch einfach mal eine Woche gar kein Internet. Was bescheiden ist, aber naja. Umziehen ist dann auch nicht so einfach. Wohnung finden ist schwierig. Momentan sind sie am Glasfaser legen. Vielleicht habe ich ja das Glück und Ende des Jahres ist das mal angeschlossen und ich habe Ende des Jahres mal stabiles Internet. Wäre wirklich geil. So, kleiner Rant jetzt aber mal vorbei an der tollen Internetverbindung, die mich jetzt die letzten Wochen echt hart nervt.
Jetzt kommen wir zu dem spannenderen Teil. Jetzt haben wir das Modell ja fertig. Ringen müssen wir es nicht mehr. Wir müssen nur noch die Haare und Augenpartien an den Kopf tatsächlich antackern. Ich werde Mimik alles über Blendshapes machen, da ich das einfach auch durchs VTubing gewohnt bin und ich jetzt auch nichts Krasses machen möchte, was das Animieren angeht, dass ich jetzt da Bones brauche. Das meiste, was ich brauche, mache ich einfach über Blendshapes, die ich euch leider nicht zeige. Auch UVs unwrappen zeige ich euch nicht, weil das ist jetzt nicht wirklich sehr spannend. Wenn ihr das sehen möchtet, ich habe, wie gesagt, das Kaiser-Modell auch live gemacht. Der komplette Livestream ist auf meinem YouTube-Kanal. Der bleibt da auch, den werde ich nicht löschen. Dann könnt ihr euch das genau ansehen, wie ich das eine oder andere mache, wie ich auch vielleicht an den Haaren verzweifle, wenn ihr euch das ansehen möchtet, in kompletter Länge. Hier ist die Zusammenfassung für euch. So, kommen wir mal zur Farbe. Schluss mit dem Grau auf Grau auf Grau auf Grau. Bisschen Farbe ist doch viel schöner. Ich habe hier direkt mal gestartet mit dem eingeblockten Farben. Also ich habe mir grob die Einteilung gemacht, wo ist was, wo ist Haut, wo ist T-Shirt, wo ist Hose. Das habe ich jetzt übersprungen, weil wir in der Zeit auch eine lange Diskussion über verschiedene 3D-Zeichenprogramme haben. Primär über das Substance Painter, das Programm, was ich hier nutze. Ich hatte mehrere Beispiele gezeigt, wie das funktioniert. Substance Painter ist ein super Programm, ist halt ein sehr starkes Programm, gerade wenn es halt um das Zeichnen auf 3D, also das 3D-Texturieren ist. Ist leider nicht kostenlos, es ist nur über die Adobe Cloud erhältlich und man muss monatlich dafür blechen. Das Ganze, was ich damit mache, gerade bei so einfachen Modellen, hätte ich das auch komplett im Blender machen können, da ich sowieso zurzeit nur die Base Color nutze. Auch später in Projekten, wo das Modell rein soll, nutze ich nur die Base Color, weil ich entweder einen Toon Shader nur drauf packe und da ist der Rest eh egal oder ich halt es einfach ästhetisch einheitlich halte und halt die Roughness komplett rausnehme, zum Beispiel. Gerade wenn man halt Modelle macht, die man für PBR-Shading macht, also das Physical-Based Rendering, also die echt aussehen sollen, ist das halt echt eine super Leistung. Aber man muss halt schauen, ob man sich das Programm halt wirklich, ob sich das für einen lohnt, sich sowas direkt zu holen, weil die monatliche Bezahlung ist halt immer so eine Sache. Ich finde es nicht geil, aber ich habe noch kein Programm gefunden, wo ich so gut drin arbeiten kann in Substance Painter. Das Ganze, was ich mache, kann man natürlich auch im Blender machen. Man hat halt nicht so viele Masken, Filter etc. Das Gleiche wie man kann auch viel in Paint machen, aber Photoshop kann dann doch ein bisschen mehr. Das ist kein Hindernis, wenn man das Programm nicht hat. Wir hatten auch über Mixamo, gibt es Mixamo Mixer. Das ist auch eine Texturier. Also es ist nicht so wie Substance Painter, aber damit könnte man auch anfangen, ein bisschen advancedere Texturen zu erstellen. Und das ist kostenlos. Das könnt ihr euch runterladen. Ich habe das unten in die Beschreibung gepackt. Dazu wird es demnächst auch ein Tutorial bei mir geben, weil das halt über Quixel ist, über die Quixel Mega Bridge. Dementsprechend auch in der Verbindung mit der Unreal Engine. Da werden wir uns das genauer gerade in der Verbindung mit der Unreal Engine anschauen. Aber da wird es mehr über Landscaping gehen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch andere Modelle damit super texturieren. Vielleicht werden wir mal zwei Tutorials draus machen. Ja, so viel dazu. Das ist halt eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Und halt, ja. Ich hatte auch eine sehr, sehr ja, witzige Unterhaltung hatten wir im Stream. Welche Augenfarbe hat Kaiser? Ich wäre fest davon überzeugt, dass Kaiser braune Augen hatte. Ja, Gesichtsblindheit lässt grüßen. Die waren nicht braun, sie waren grün. Wir hatten mehrere Bilder durchgeschaut, waren da noch kurz. Vielleicht hat er Kontakt in drin, bunte. Aber hat auf allen Bildern, wo man sehen konnte, grüne Augen. Komischerweise gab es auch keine wirklich hochaufgelösten Bilder von ihm zu finden. Meistens halt sehr, sehr gering auflösend, so 400 Pixel. Wir hatten dann, glaube ich, zwei, drei gefunden, die tatsächlich mal über die 1000 Pixel drüber sind, wo man es dann halt auch gut sehen konnte. Das war so ein. Ich bin feste Überzeugung. Ich habe sie auf meiner Referenz auch grün gemacht und war davon überzeugt, das ist doch falsch. Es muss braun sein. Ja. Wie gesagt, Gesichtsblindheit lässt grüßen. Ich kann mich auf mein eigenes Gedächtnis nicht verlassen, gerade was Gesichtsfeatures angeht. Ja, ist halt so. Aber die Unterhaltung war auch sehr lustig, wenn wir uns zu dritt da, glaube ich, unterhalten haben, was für eine Augenfarbe er denn jetzt hat. War jeder eine andere Meinung. Ja. Und Bilder suchen ist halt. Ich war auch, habe mir einfach die Freiheit genommen und einfach sein Profilbild, was er auf YouTube hat, einfach als T-Shirt-Aufdruck zu nehmen, weil ich wollte es jetzt nicht ganz schwarz lassen. Andere Farbe fand ich jetzt auch nicht so passend und wollte halt irgendwas drauf tun. Logo hat er ja leider nicht. Oder ich habe nichts im Kopf, was Logo für ihn wäre. Also habe ich jetzt einfach das Profilbild genommen, habe es mir auch einfach aus Google rausgeholt und habe es aufs T-Shirt gedruckt. Hat er sein eigenes Logo jetzt als T-Shirt-Aufdruck. Fand ich eigentlich nicht verkehrt. Gerade das Schwarz und Rot, es gab so einen kleinen Fade. Aufdruck. Fand ich eigentlich ganz nice, sah cool aus, finde ich. Hätte ich vielleicht sogar als echtes T-Shirt wäre vielleicht auch ganz cool. Naja.
Vielleicht eine Merch-Idee. Keine Ahnung. Vielleicht kann er ja mal rausbringen oder so. Wenn er das auf Redbubble rausbringen. Ja, mit den Schuhen hatte ich auch meinen Kampf. Nicht nur, dass ich das Mesh nicht so gut fand, da muss ich nochmal drüber. Also das Mesh werde ich in Zukunft wahrscheinlich nochmal bearbeiten. Zum Glück ist bei einem Chibi aufgrund des Kopfvolumens noch weniger Fokus auf den Füßen. Da ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe auch aus mir unerfindlichen Gründen relativ detaillierte Schnürsenkel gemacht im Verhältnis zu dem Rest der Texturen. Ich wollte das hier alles relativ simpel halten, dass das halt im Stil simpel ist, weil ich das für ein Chibi passender finde. Und aus mir unerfindlichen Gründen meinte ich jetzt Schnürsenkel, die müssen aber doch detailliert sein. Da muss ich jetzt eine Lichtkante drauf malen und detaillierte Ringe und sonst was, anstatt ich eventuell hingehen und sage, okay, dann modelliere ich das drauf. Sagte, nee, das zeichne ich jetzt, mach da Lichtkanten drauf. Hab geguckt, vielleicht sollte ich die einrahmen oder so mit Outlines versehen. Das sah dann kacke aus. Ich sag, nee, aber die Lichtkanten müssen drin sein. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, die so detailliert zu machen. Keine Ahnung. Muss man halt einfach, ab und zu muss man so komische Sachen mal machen. Aber es ist immer noch so, dass es zum ganzen Stil passt. Und eventuell werde ich für die Chibis in der Zukunft ein paar neue, ein paar Schuhe gönnen. Zur Not kann ich die Schuhe ja auch noch austauschen. Das ist jetzt auch nicht so das Problem. Das Rig bleibt ja ziemlich gleich. Kriege ich vielleicht alle ein paar neue Schuhe spendiert, ein paar neue Sneaker oder so. Ja. Dann sind wir tatsächlich auch am Ende. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es wird jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr 3D-Stuff geben. Schlag doch mal den nächsten vor, den wir in einen Chibi verwandeln sollen. Mal gucken, vielleicht denjenigen, der die meisten Vorschläge hat, werde ich dann übernehmen. Ich habe ja hier und da auch noch den einen oder anderen im Blick, den ich in einen Chibi machen möchte. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.